wenn man allein im Wald ist und die Dämmerung kommt. Wie oft hatte er uns schon im Visier? Amba, der Herrscher der Tiger. Wildschweine sind für Amur-Tiger die bevorzugte Beute. Besonders abgesehen haben sie es auf halbwüchsige Tiere. Einmal erwischt, ist ein 50 Kilo schwerer Einjähriger von der über 200 Kilo schweren Katze leichter unter Kontrolle zu bringen als ein großer, wehrhafter Keiler. Dort, wo er zu fressen beginnt, entfernt der Tiger so viele Haare wie möglich. Zuerst werden die Hinterbeine gefressen. Hier liegen die größten Muskelpartien. Nach Katzenart löst der Tiger das Fleisch mit seiner Backenzahnschere. Die Blauelstern warten, bis sie an der Reihe sind. Doch der Tiger lässt sich Zeit. Er hat die großen Fleischpartien gefressen und scheint unschlüssig, ob er eine Pause einlegen soll oder nicht. Wie eine Hauskatze am halbleeren Fressnapf verharrt er neben seiner Beute. Satt wirkt er ausgesprochen friedfertig. Nach erfolgreicher Jagd gibt es für ihn nur eines: